Herzlich willkommen zu Keine Geschichte. Ich bin Tim und ich möchte hier mit euch über Themen sprechen, die vielleicht in der Nazi-Zeit stattgefunden haben, aber noch ganz viel mit unserem Leben heute zu tun haben. Und in dieser Folge geht es um etwas, das lange verschwiegen wurde. Die queeren Opfer der Nazi-Zeit. Und wenn darüber gesprochen wurde, dann war es ganz oft Thema, über schwule Männer zu sprechen. Lesbische oder bisexuelle Frauen haben selten in der Debatte stattgefunden und genau das möchten wir ändern. Ich möchte mit euch über ein Schicksal einer Frau sprechen, die verhaftet wurde, weil sie sich in angeblich lesbischen Bars rumgetrieben hat. Allein der Verdacht hat gereicht. Wie kann das sein? Darüber spreche ich mit meiner Gästin Sophia Seiler. Für Sophia Seiler war ihre sexuelle Orientierung schon immer ein Thema, denn sie wuchs in einem Dorf in Bayern auf und datete Frauen. Vom Land zog sie in die Stadt und studierte dort Literatur und Kulturwissenschaften. Auf Instagram und TikTok spricht sie über intersektionalen Feminismus, Queersein und den Alltag mit psychischen Erkrankungen. Zwischen Memes und Moodboards erklärt sie aktuelle politische Debatten, die uns alle betreffen. Heute lebt die 27-jährige Studentin in Leipzig und arbeitet als Journalistin und Moderatorin. Sophia, 2023 als queerer Mensch in Deutschland zu leben, was bedeutet das? Also ich glaube, es hat sich schon viel getan, aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer noch irgendwie Hürden und die sind natürlich individuell, aber die sind genauso strukturell. Mhm. Und wie bist du aufgewachsen? Wie war das für dich, groß zu werden? Also ich komme aus so der klassischen bayerischen Provinz und ich bin natürlich keine sichtbar queere Person im Sinne von, man sieht es mir direkt auf den ersten Blick an. Das heißt, da bin ich irgendwie privilegiert, aber natürlich sieht man es mir an, wenn ich mit meiner Freundin händchenhaltend durch die Stadt laufe oder so. Und da macht man bestimmte Erfahrungen einfach. Also ich glaube, die sind noch so verhältnismäßig im Rahmen, weil man als Frau ja auch irgendwie eher tendenziell als normschöne, schlanke Person sexualisiert wird, als dass man direkt Gewalt begegnet. Aber trotzdem sind es Erfahrungen, die man einfach 24/7 macht. Mhm. Kannst du vielleicht ein bisschen ausführen, was sind das für Erfahrungen, die du da erlebt hast? In welche Richtung geht das? Mhm. Bist ja auch eine öffentliche Person sozusagen in den sozialen Medien. Mhm. Kriegst du da Nachrichten? Ja, also ich habe auch so eine krasse Veränderung festgestellt. Ich hatte halt die letzten Jahre immer sehr kurze Haare. Mhm. Und war auch nicht so viel geschminkt und gerade macht mir das halt sehr viel Spaß, mich zu schminken und lange blonde Haare zu haben. Hat ja auch einfach nichts mit Sexualität zu tun, ob man es tut oder nicht. Es hat nichts damit zu tun, hat sich nichts seitdem geändert, ich sehe einfach nur ein bisschen anders aus, aber ich merke total krass, wie unterschiedlich Menschen auf mich reagieren. Mhm. Also jetzt sind es eher so übergriffige Fragen im Sinne von so Sex, dass sie mich sexualisieren halt. Und jetzt will ich jemanden kennenlernen sozusagen. Genau, jetzt wollen sie mich daten. Ja. Mhm. Und davor haben mir Männer also teilweise halt geschrieben so, du hässliche Lesbe, ich würde dich gern anzünden. Solche Nachrichten hast du bekommen? Das passiert teilweise, ja. Krass. Aber es fällt mir natürlich schwer, das festzumachen an den kurzen Haaren oder daran, klar, wie ich mich so geäußert habe oder zu welchen Themen, weil ich habe oft auch das Gefühl, okay, es geht um auch Meinungen, die man vertritt oder so. Mhm. Die da ausschlaggebend sein können. Aber auf jeden Fall war ein riesiger Faktor, dass ich nicht als die cis-heteronormative Frau auftrete. Was fühlst du, wenn du solche Nachrichten liest? Also ich glaube, ich habe mir da ein dickes Fell zugelegt, sonst könnte ich das auch nicht machen. Aber ja, schön ist es natürlich nicht und natürlich ist es irgendwie, wird man sich's anders wünschen. Mhm. Aber man wird halt oft nicht als voll genommen als bisexuelle Frau. Und also ich glaube, ich habe viele Menschen in meinem Umfeld, die Jahre danach noch gedacht haben, so, ach ja, das geht vorbei. Ach, krass. Und also, ja, die probiert sich halt mal aus. Mhm. So, ich glaube, das ist als Mann schon anders. Und das ist aber wirklich auch an dein Frausein gekoppelt. Ich glaube schon, ja. Das ist, ich meine, das hat tatsächlich ja auch Tradition. Wir haben das auch in sozusagen der Erinnerungskultur an die queeren Opfer der NS-Zeit erlebt, dass es sehr oft schwule Männer waren, deren Schicksale irgendwie besprochen worden. Das wollen wir heute ändern. Ich würde ganz gerne dir
Mary Pünya vorstellen. Mhm. Die, wir haben hier ein kleines Video, das ich dir zeigen kann, über ihr Leben. Mary Pünya wurde 1904 als Tochter einer jüdischen Familie in Wandsbek geboren. Sie heiratete ihren nicht-jüdischen Schulfreund Fritz und lebte mit ihm in Hamburg. 1940 verhafteten die Nazis Mary. Angeblich soll sie sich in Bars aufgehalten haben, die Treffpunkte lesbischer Frauen gewesen sein sollen. Vom Polizeigefängnis Fuhlsbüttel kam Mary dann ins KZ Ravensbrück. Dort ordneten die Nazis sie den sogenannten asozialen Häftlingen zu. Ob sie tatsächlich lesbisch war, können wir nicht sagen. Sicher ist jedoch, dass ein KZ-Arzt lesbisch als Marys sexuelle Orientierung festhielt. Offiziell starb Mary Pünya im KZ, aber tatsächlich ermordeten sie die Nazis in der Tötungsanstalt Bernburg. Was man dazu sagen muss, ist, dass man bei Marys Schicksal nicht genau weiß, ob sie lesbisch ist oder nicht. Das lässt sich nicht mehr klären. Was bei ihr zur Verhaftung geführt hat, war alleine der Verdacht, dass sie sich in sozusagen einschlägigen Bars rumgetrieben hat. Was ja auch nochmal zeigt, was für ein Verfolgungswahn auch einfach dahinter gesteckt hat. An Marys Leben wurde dieses Jahr auch im Bundestag erinnert, sozusagen als ein Beispiel, wie queeres Leben verfolgt wurde. Wenn du solche Geschichten hörst, dass alleine der Verdacht ausgereicht hat, macht das was mit dir? Wie fühlst du da? Also, ich finde es irgendwie im ersten Moment ehrlich gesagt immer unvorstellbar und kann dazu gar nicht so eine Verbindung herstellen. Also, klar, das ist irgendwie so eine schlimme Tendenz, irgendwie so es als Geschichte und abgeschlossen zu sehen, was natürlich falsch ist, weil es eine Kontinuität hat. Aber gleichzeitig schützt man sich vielleicht auch ein bisschen selber dadurch. So. Es fühlt sich wahnsinnig weit weg an, diese Formel. Ich meine, das ist ja auch was Gutes, dass man sich heute irgendwie weniger vorstellen kann, dass der Verdacht reicht, in einer Bar zu sein, die gilt als queerer Treffpunkt sozusagen, dass man so angreifbar wird. Gleichzeitig, ich meine, wir haben auch in Deutschland erlebt, in Kiel, einen Anschlag auf eine queere Bar, also sozusagen, dass diese Orte bedroht sind, das ist ja weiter aktuell. Mhm. Wenn du solche aktuellen Ereignisse hörst, gab es ja auch in Osteuropa immer wieder in den letzten Jahren, sind das Sachen, die dir ins Herz gehen? Wie fühlst du darüber? Auf jeden Fall macht es was mit einem. Es macht halt auch so, also was ich jetzt in meinem Umfeld gerade so gar nicht erlebe, weil ich in so einem sehr queeren Space auch mich befinde, ist halt mich irgendwie akut bedroht zu fühlen. Und solche Ereignisse tun es aber. Und es sind ja auch, also man spricht in so einem Kontext ja auch von Botschaftstaten. Also die richten sich ja nicht an ein Individuum. Natürlich trifft es ein Individuum, aber eigentlich trifft es eine gesamte Gruppe, queere Menschen. Ja. Ich meine, wir haben 2023, dass es so lange gedauert hat, auch an so ein Schicksal zu erinnern. Warum glaubst du, ist das so? Warum war dafür kein Platz in den 50er, 60er, 80er, frühen 2000ern? Es war ja nicht einfach vorbei dann. Mhm. Also man hat dann nicht einfach gesagt nach 45, okay, jetzt Queerfeindlichkeit abgeschafft, sondern es hat sich ja sehr lange einfach stringent weitergezogen. Rechtlich und natürlich dann auch individuell. Und ich glaube, warum erst jetzt die Aufarbeitung kommt, weiß ich nicht. Aber andererseits ist es eine lange Entwicklung, die sich jetzt auch schon zieht und wahnsinnig viel Arbeit von AktivistInnen auch so in Anspruch genommen hat. Und dann finde ich es einerseits natürlich super gut, dass es geht. Aber natürlich denkt man sich, am liebsten wäre es schon vor sehr vielen Jahren passiert. Ja, ich glaube, manchmal vergisst man so, dass da eigentlich eine Kontinuität ist. Ne? Also queeres Leben wurde in der NS-Zeit brutalst unterdrückt, aber auch in den frühen bis mittleren Jahren der Bundesrepublik war das rechtlich verboten und sozusagen die Abschaffung ist erst passiert so zu unserer Lebenszeit. Ja. Also das, ich glaube, das muss man sich immer wieder klar machen, dass das so lange noch nicht legal ist. Mhm. Und wenn es nicht legal ist, dann kann es ja erst recht nicht gesellschaftlich akzeptiert sein. Ne? Ja. An der Stelle. Ja. Voll. Und ich glaube, auch da würde ich wieder sagen, da fehlt es einfach an irgendwie Bildung. Mhm. Weil ich erinnere mich natürlich nicht mehr an alles, was ich in der Schule durchgenommen habe, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Verfolgung von queeren Menschen kein zentrales Thema war. Ja. Ich würde ganz gerne nochmal sozusagen abschließend darüber sprechen, was man auch lernen kann aus so Schicksalen.
wie dem von Mary. Was glaubst du, braucht es denn, um queeres Leben in Deutschland langfristig auch sozusagen abzusichern, dafür zu sorgen, dass die Offenheit, die wir heute haben, bleibt und besser wird? Mhm. Also was wir eigentlich vorhin schon angesprochen haben, ich glaube, dass einfach wirklich so Bildung, Zugang zu Bildung so der Grundstein ist, um einerseits halt Sicherheit für queere Kinder und Jugendliche und generell queere Menschen zu schaffen so und andererseits aber auch ein Bewusstsein bei der heteronormativen Gesellschaft, weil es darf natürlich nicht nur, also ich glaube, wir beide, wir wissen ja, was wir erleben, wie es uns geht, was für Hürden man nehmen muss, was für Formen von Diskriminierung man erlebt. Und das ist ja oft cis-hetero Menschen einfach gar nicht bewusst, weil sie davon selber nie betroffen sind. Sophia, vielen Dank, dass du da ein Licht drauf geworfen hast und wir über bisexuelle, lesbische Schicksale in der NS-Zeit sprechen konnten. Danke dafür. War euch bewusst, dass allein der Verdacht ausgereicht hat, schwul, lesbisch oder bisexuell zu sein, um in ein KZ zu kommen? Schreibt das mal unten in die Kommentare. Und wenn ihr darüber mehr wissen wollt, guckt auch in der Infobox vorbei. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr uns ein Abo dalasst, um keine der Geschichten von Keine Geschichte zu verpassen.